Yeah! Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier. Probro Army checking in. Probro Army checking in. Und wo sind wir hier? Leute, wir sind irgendwo im Zürcher Oberland, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und was wir ja gerade gesehen haben, wir sind hier begrüßt worden. Beton AG ist am Start. Das heißt, Beton Mischa fühlt sich hier zu Hause. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in ein spezielles Hardcore-Gym. In Hinterlegi. Moment, ein Hardcore-Gym. Wir haben gehört, es sei Hardcore. Wir haben gehört, es sei Hardcore. Wir werden es testen für euch. Wir sind hier in dieser Region jetzt gerade, weil ich gerade bei einer Wohnungsbesichtigung war, hier in der Nähe. Und das wäre jetzt theoretisch ein potenzielles Gym für mich, weil es ca. 15 Minuten von dort ist, wo wir jetzt gerade waren. Und ja, wir fahren jetzt dorthin, werden mit größter Wahrscheinlichkeit auch gerade ein Probetraining machen. Dann werden wir auch gerade sehen, ob wir dort filmen dürfen. Also es werden gerade einige Entscheidungen hier getroffen für die Zukunft, Leute. Es bleibt spannend. Bis nachher. Polska Genetics. Fitness and Bodybuilding Lifestyle Worldwide. So, Leute, da sind wir. Und wir waren schon drin. Und es war sehr überraschend, ja, Leute. Wenn man mal dahin fährt, man fährt wirklich so ein bisschen in die, ja, in die Pampe raus, in die Pampa, man fährt da wirklich auch noch so ein bisschen mit einer Umleitung, aber am besten lasst ihr euch überraschen, ich gehe jetzt einfach mal rein mit der Kamera, wir konnten es gerade arrangieren, dass wir hier jetzt heute mit größter Wahrscheinlichkeit trainieren können. Ich werde jetzt ein Beintraining machen, was ziehst du dir rein? Brust, sollte er machen. Brustlatt, antagonistischer Style. Er macht ein bisschen Brustlatt. Im Antagonistenplan. Und wir haben da auch schon die ersten Leute, die uns erkannt haben, gesehen, die uns jetzt eben gerade klar machen, dass wir hier trainieren können. Und dann zeige ich euch mal, es ist ein Hammer Strength Gym. Das ist natürlich für mich ein großer Pluspunkt, weil ich Hammer Strength mit Abstand die besten Geräte finde. Ja. Und ja, lasst euch überraschen, Leute, ich zeige es euch jetzt gleich. Hier sind wir. Yo, Probro Army! Yeah. Die ersten Leute hier am Start. Und ich führe euch jetzt mal kurz herum. Hier, Old School Gym, 24 Stunden geöffnet, powered by Hammer Strength. Wie findest du es hier, Mann? Es ist saugeil, einfach ein geiles Gym. Ja, wie lange bist du schon hier? Jetzt seit 1,5 Jahren, seit es eröffnet hat, bin ich hier. Also direkt von Anfang an. Du hast mir vorhin gesagt, wie lange fahrst du hier jeden Tag? Ich fahre gut 40 Minuten jeden Tag. 40 Minuten. Das ist no excuses. Dedication, Leute. Aber wisst ihr was? Er hat auch guten Grund dazu. Ich fange hier mal kurz an. Hier unterschätzt man das Gym noch sehr stark. Man hat einfach hier so eine kleine Wohnungseinrichtung. Sieht entsprechend nicht sehr speziell aus, aber dann hier fängt es schon an mit einer originalen Glutam Race. Die wird heute von mir gerade ausprobiert. Von Hammer Strength. Es wird mir eine Ehre sein, weil ich habe noch nie die Originale ausprobiert. Immer nur Kopien in Thailand und so. Dann haben wir hier alles von Hammer Strength soweit, ein paar Cardio-Geräte. Das ist der erste Teil. Dann haben wir hier den zweiten Teil. Auch Burnout. Yeah. Dann haben wir hier den zweiten Teil. Ebenfalls alles von Hammer Strength. Und es hat hier einen kleinen Freihandelbereich da hinten. Dann hat es einige Kabelzüge, Multipressen, ein Squat Rack. Und hier oben geht es dann richtig ab. Hier oben haben wir nochmal so ein bisschen alles. Wir haben die ganzen Hanteln hier, wir haben Curl Machines hier, wir haben hier Hanteln bis, glaube ich, 70 oder 80 Kilo. Alles von Hammer Strength. Dann haben wir hier den Chest Monday, auch abgedeckt. Negativ, Schrägbank und flach. Und das war jetzt so erst soweit mal der Teil hier oben. Und jetzt geht's richtig los. Und das war noch nicht alles. Also wir haben jetzt da oben alles gehabt, dann haben wir hier alles, hier den Eingangsbereich und jetzt zeige ich euch noch den Maschinenpark. Also ihr seht, die Location selber ist jetzt nicht so krass hardcore, dass man sagen müsste, oh, das sieht so übelst oldschool aus. Es ist alles ziemlich schön, aber die Maschinen machen das ganze Ding richtig hardcore. Wir haben hier eine richtig gute Hammer Strength, High Row, alles auf neuestem Stand, Waden, Leg Extensions. Und hier der ganze Maschinenpark. Leg Press ist auch am Start. Hier alle Maschinen, die man eigentlich so braucht für ein anständiges Training. Hier noch ein paar Fitnessapparate von Life Fitness für die paar Fitnessbegeisterten. Aber es ist insgesamt ganz klar auf Hardcore eingerichtet. Also hier hat es wirklich Maschinen, mit denen man sich richtig killen kann. Der Mann hier ordentlich Beinpresse aufgeladen.
trackt hier schön seine Gewichte, das sehe ich gerne. So erreicht man auch seine Progression. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt mal ein richtig schönes Beintraining rein. Heute stehen Front Squats an, Hack Squat habe ich auch schon gesichtet. Und ich werde es natürlich filmen. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Auf jeden Fall. Let's do it. Jetzt noch schnell ein bisschen Tunnelblick kicken hier. Yeah. Und dann geht's los. Ja, so Leute, wir sind durch. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, Beine trainiert, am Schluss noch ein bisschen Waden. Es hat noch so einen 19-Jähriger gehabt. Ich glaube, den habe ich auch irgendwo drauf. Und der Typ hat richtig krass ausgesehen. Ja, Mann. Also da habe ich jedes Mal, wenn ich so Typen sehe, die schon so jung am Start sind, denke ich so, wieso habe ich nicht ein bisschen früher angefangen? Ich habe erst mit 18 angefangen zu trainieren. Wobei, 18 ist auch früh genug, würde ich sagen. Und check mal das ab. Das ist der Badge fürs Studio. Patrick hat auch einen bekommen. Yes. Wir haben auch die Drehgenehmigung organisiert. Wir haben jetzt hier gerade geguckt, dass wir zukünftig dieses Gym pushen können, weil ich mache nichts lieber als Werbung für gute Produkte, für gute Studios. Und wenn man sich gegenseitig helfen kann, ist das immer gut. Jetzt mit unserer Reichweite bin ich sicher, dass wir dieses Gym noch ein bisschen pushen werden. Und da ich ja mit größter Wahrscheinlichkeit sowieso bald in dieser Region wohnen werde, macht es natürlich Sinn für mich, dann auch entsprechend in diesem Gym aktiv zu sein. Mit Patrick. Yes! 24 Stunden geöffnet. Also wir sind jetzt im Start im Oldschool Gym in Schindeleggi. Schindeleggi. Oder Föysiberg. Ja, das ist in der Nähe von Zürich, kann man sagen. Wirklich ja. 25 Minuten von Zürich. Ja, wir fahren jetzt gerade zurück. Jetzt gibt es ein kleines Bro-Meal bei Patrick. Mhm. Ich habe heute noch ordentlich Kerls offen. Ich könnte theoretisch auch in ein Restaurant gehen. Aber ich bin natürlich solidarisch hier. Ich will Patrick jetzt nicht irgendwie hier abfacken, dass er sieht, wie ich mir hier die geilsten Sachen reinziehe. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und ja, gebt mir Feedback, was ihr vom Gym gehalten habt. Was habt ihr so, was würdet ihr gerne mal so in eurem Gym haben? Was ich jetzt natürlich sehr geil gefunden habe, ist allgemein, dass es Hammer Strength Maschinen gehabt hat. Ich muss sagen, in Deutschland, ihr seid hier einiges verwöhnter als die Deutschen hier, weil da findet man zum Teil schon McFit mit richtig guten Geräten drin. Und in der Schweiz ist es halt wirklich so, dass man je nach Region richtig im Arsch ist. Also jetzt besonders in meiner Region, jetzt bis auf dieses Colosseum Gym, wo ich ja bis jetzt immer trainiere, was auch geil wäre, oder sagen wir es mal so, Potenzial hätte, richtig geil zu sein, wenn es mal ein bisschen richtig geführt werden würde. Dann, ja, bis auf das haben wir eigentlich nichts wirklich Schlaues bei uns. Deswegen trainiere ich ja momentan in drei verschiedenen Gyms in meiner Region und suche mir überall so ein bisschen für jedes Training das Beste raus. Ich denke, jetzt hier in diesem Gym hat man eigentlich so gut wie alles. Es gibt noch ein größeres Gym in Zürich, das ist das David Gym. Das gehen wir vielleicht morgen besuchen. Vielleicht kommen wir auch nochmal hier hin, mal schauen. Und ja, gebt mir Feedback. Was muss ein Gym für euch haben, damit ihr es richtig geil findet? Würde mich wundern nehmen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Peace the fuck out.